Hallihallo, hier ist wieder euer Halli und es ist wieder Zeit für ein paar Infos für euch. Story of the Week. Bevor ihr euch vielleicht fragt, was zur Hölle ist eigentlich mit diesem Popkiller da passiert? Ja, Story of the Week. Die Katze hat mich angestoßen und es ist so einfach so... kleinen Moment. Solo-Projekte. Ja, beginnt mit 7 Days to Die. Wir sind endlich in Alpha 6 angelangt und ich habe erst gedacht, yes, Alpha 6, fett, geil, krass, Forging System, neues Biom und so weiter. Dann habe ich es angetestet mit unserer alten Map und denke so, what the fuck? Was zur Hölle haben die damit gemacht? Das ist total buggy, deswegen werde ich auch eine neue Karte starten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber es gibt noch ein Leckerchen, komme ich auf jeden Fall später drauf zurück. Gewinnspiel, reden wir gleich drüber. Und sonst so? Unter der Woche gab es ein kleines Arena-Special von Hearthstone. Ich glaube, das behalten wir auch bei, immer wenn die Arena ready ist, irgendwie Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, keine Ahnung. Innerhalb der Woche ein kleines Arena-Special, meistens in zwei Teilen, weil ich ja nach vier Spielen rausfliege. Da-da-da-da! Und zu guter Letzt, DayZ, wir sind gestorben. Nein! Egal. Gut, Rayman Legends, abgeschlossenes LP. Klar gibt's da noch ein paar Sachen zu tun. Die werde ich auch nach und nach nachholen. Hä? Okay, und dafür gibt's jetzt Nilumbra. Wir sind born in einer schönen Welt. Spielen wir ein bisschen mit Farben, können die Welt verändern. Schaut auf jeden Fall mal rein. Sehr geiles Spiel, sehr geile Atmosphäre, ne? Allein ist doch scheiße! Kommen wir einmal zu den Togethers. Path of Exile gab's ein paar Probleme diese Woche mit dem Upload. Ich hab's ja angekündigt, jetzt werde ich so einen richtigen Rundumschlag machen. Und zwar geht es um den guten K-Block. Nein, Quatsch. Der K hat ein paar Probleme mit dem Upload. Der hat einmal abgebrochen und mit seiner Bambusholz-Hamsterradleitung. Verzieht sich das Ganze dann natürlich. Dann gab es mal ein paar Probleme mit der Aufnahme. Wird auf jeden Fall bald wieder regelmäßig kommen. Heute die Folge fällt, glaube ich, mal wieder aus. Aber dann könnt ihr euch wenigstens auf die nächste Frau... Gute Nachrichten gibt es dagegen von Starbound. Ja, und zwar haben wir beschlossen, dass wir am Wochenende Starbound fortsetzen werden. Ein Update ist angekündigt diese Woche. Ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist. Sobald das geschehen ist und wir es geupdatet haben, werden wir es nochmal versuchen mit dem guten Freudi, wenn seine Blackscreens leider anhalten werden. Wollen wir euch das nicht weiter vorenthalten und dann werde ich es erstmal mit dem Kupau alleine let's playen. Und der Freudi wird schauen, dass er auch bald wieder dazukommt. Also keine Angst, der gute Freudi wird nicht verschwinden, so wie die Katze. Bei Path of Exile, warte mal. Déjà vu. Noob. Kurze Info an alle Amateure und alle, die es mal werden wollen, da draußen. Das Gewinnspiel vom 7 Days to Die Key läuft noch bis nächste Woche, Freitag zum 24.01. Was ihr dafür tun müsst, seht ihr in Folge 50 von 7 Days to Die. Also, viel Glück euch allen. Der Gewinner wird übrigens ausgelost, und zwar in einem Livestream. Wow! Wie oft will ich diese Scheißgeste eigentlich jetzt noch machen? Die folgende Szene enthält einige Spoiler. 20.01. Ja, jetzt lüfte ich endlich das Geheimnis und den 20.01. sind ja nur noch ein paar Tage bis Montag. Und da wird euch einiges erwarten. Und zwar am 20.01. geht Nerdvana an den Start. Was ist Nerdvana? Ganz einfach. Und dann haut ordentlich rein, würde ich sagen. Ja. Achtung, langweilig. Kommen wir jetzt zu ein paar Infos und einer kleinen neuen Rubrik hier in meinem Vlog. Und zwar möchte ich euch ein bisschen erzählen, was so auf anderen Channels los ist. Bevorzugt auf meinen drei, ich nenne es mal Partner-Channels von meinen drei Kumpels. Bei K-Brock geht so richtig ab. Erstmal herzlichen Glückwunsch, K. 100 Abos. Richtig fett. Ja, reicht auch. K hat jetzt ein richtig geiles Let's Play. Und zwar Civil. Hat er nicht mitgekriegt? Sehr cool. Auf jeden Fall mal reingucken. Witziges Point-and-Click-Adventure. Ist es auf jeden Fall wert. Beim Kung Pao geht's auch so richtig ab. Ja, da startet am Sonntag ein richtig geiles Projekt. Da sage ich mal nicht zu viel zu. Auf jeden Fall lohnt es sich reinzuschauen, denn der neue Vlog ist draußen. Und dann wird er euch auch einiges erzählen, was bei ihm abgeht. Zudem spielen K und Kung Pao beide FIFA 14. Was sehr cool ist. Unterschiedliche Spielstile. Sieht dann ungefähr so aus.
Alter, nein, 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 das darf einfach nicht passieren. Nein, was? Fuck. Ich denke mal, es wird euch bespaßen. Nicht zu vergessen natürlich der Freudi von Brass Gaming. Ja, neben der üblichen Terraria, Minecraft, bla 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 bla, Action und so weiter, Ninja-Gedöns-Zeug. Da gibt es ja jetzt ein sehr geiles Together, und zwar zusammen mit dem Kung Pao spielen die beiden Jungs Borderlands. Müsst ihr euch mal reinziehen, ist ziemlich witzig, wie die beiden da einfach nur abfällen. Ich hab umsonst Schüsse. Ich schieße auf alles. Aha. Oh, Jedi, da hin. Schönen Gruß dann auch noch an The Gortalk, lieber Ork, mit dem wir zusammen ein Minecraft-Let's Play machen. Getroffen haben wir uns auf let's-plays.de. Ja, wisst ihr ja mittlerweile. Und da gibt's ein schönes Minecraft-Let's Play Together. Ich werde es leider nicht aufnehmen. Ich werde da nur ein bisschen mitrennen und blöde Kommentare ablassen. Ich denke mal, das kann ich auch am besten. Abschließend bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich jetzt ein bisschen mehr mit der Facecam machen möchte. Ich hoffe, das gefällt euch. Freue mich auf eure Kommentare, ob ihr mein Gesicht überhaupt sehen wollt in den Spielen. Ich kann nicht versprechen, dass ich es bei jeder Aufnahme machen werde, aber mal schauen, wie es wird. Ich denke mal, ist ganz lustig. Zieht euch mal Sam Days Tonight Folge 1 rein. Direkt Fresse. Zum Channel selber gebe ich die abschließenden Worte. Wir sind jetzt bei 59 Abonnenten. Fett. Richtig fett. Wir haben die 3000 Views geknackt. Noch fetter. Na, richtig coole Geschichte und ich hoffe, es geht weiter nach oben. Liebe Aboteure und Abonnentner und alle, die es mal werden wollen, ne? Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns nächste Woche und je nach Geschmack, denkt dran. Ich mach's gut und ihr macht's besser.